Dieses Video wird unterstützt von ShapeWorld. Nein, natürlich nicht, Leute. Die YouTuberin Kelly Mrs. Vlog hat vor einiger Zeit ein Abnehmvideo gemacht, das im Grunde eine große Produktplatzierung für ShapeWorld war. ShapeWorld verkauft so unterschiedliche Pulver und Kapseln, die einem beim Abnehmen helfen sollen. Sie hat dafür viel Kritik geerntet. Der Teil, der mir bei dem Video am meisten im Kopf geblieben war, war, dass man als Teil der Diät zwei solche Pillen nimmt, deren Inhalt sich im Magen vergrößert, damit man dann deutlich weniger Appetit hat. Und ich dachte mir nur so, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich weniger esse, nur weil ich vorher zwei solche Pillen gegessen habe. Sonst teste ich ja immer eher andere Pillen, aber heute teste ich einfach mal fucking Abnehmpillen. Da ich wirklich der leidenschaftlichste Essensenthusiast bin, ist das ein Experiment, auf das ich richtig Bock habe. Es gibt schon viele YouTuber, die ein Video über ShapeWorld gemacht haben, aber ich bin, soweit ich weiß, der erste Mann. Vielen Dank an ShapeWorld für die Kooperation. Der sowas testet, und weil ich mich auch ganz gut mit Nahrungsergänzungsmitteln und Co. auskenne, kann ich auch ganz gut beurteilen, inwiefern die Zutaten aus ihren Produkten Sinn machen. Um festzustellen, ob diese Pillen wirklich schneller satt machen, müssen wir natürlich erstmal etablieren, was ich so normalerweise esse. So, ich bin hier gerade mit meiner Mutter hier in einem italienischen Restaurant und ich werde jetzt schauen, wie viel ich jetzt erstmal essen kann ohne diese Abnehmpillen. So, das Essen ist jetzt gekommen. Ich habe einmal hier Nudeln und eine Pizza. So, diese Pizza und die Nudeln habe ich relativ easy geschafft. Jetzt muss aber noch was bestellt werden. So, jetzt kam gerade noch die Nachspeise, ein Apfelkuchen und ein Käsekuchen. Ja, diese Nachspeise konnte ich auch relativ leicht verzehren, ohne Probleme. So, also ich habe jetzt nicht gegessen, bis ich komplett voll bin. Das soll ja kein Wettessen sein. So viel esse ich immer beim Italiener. So, zwei Hauptgerichte, zwei Nachspeisen. Naja, wenn diese Pillen wirklich was bringen, dann sollte ich da jetzt da schon viel früher satt sein. Da dieses Video aufgrund des Themas bestimmt auffällig viele weibliche Zuschauer haben wird, möchte ich diese dazu aufrufen, meinen Merch zu kaufen. Denn ich habe dieses Design hier jetzt auch als Tanktop-Version und ich finde, es sieht doch sehr, sehr gut aus. Also gönnt euch auf Amazon dieses großartige Design. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. Morgen habe ich auf jeden Fall vor, dieses Zeug zu testen. Hier aber noch ein kleines Zwischenexperiment. Der Hauptwirkstoff von diesem Zeug ist Glucomanan. Also das heißt der Hauptwirkstoff, das ist das einzige Zeug, was da drin ist. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf und schaue, ob das dann jetzt irgendwie direkt rausploppt, wie groß es dann wird. Okay, also das ist hier jetzt so Pulver und jetzt hole ich mal noch Wasser. Schauen wir mal, was passiert, wenn es hier so reingeht. Von dem Scheiß soll man voll werden? Schau ich das an, das sieht einfach nur fucking ekelhaft aus. Sind solche Pillen überhaupt von Grund auf eine schlechte Idee? Nehmen wir mal an, dass es eine Person gibt, die 200 Kilogramm wiegt und jeden Tag 4 Burger isst und es eine Pille ohne Nebenwirkungen gäbe, die sie nehmen könnte, damit sie nur noch Bock hat auf einen Burger am Tag, wäre das doch gut. Kommt ein Großteil des Hates gegen Kelly von Leuten, die sich informiert haben und wissen, dass ShapeWorld ein Schrottprodukt ist? Oder haben Leute einfach Vorurteile gegen Pillen und sagen,
man muss einfach abnehmen durch gesundes Essen und nicht mit solchen Pillen. Die meisten Kommentare formulieren halt null genauer aus, warum das jetzt genauso schlecht ist. Besonders bei so richtig dicken Leuten sehe ich jetzt nicht, warum solche Mittel in jeder Hinsicht tabu sein sollten. Also ich werde nachher noch ausführen, inwiefern die Kritik gerechtfertigt war, aber ich frage mich halt eben nur, wie informiert die Kritik in den Kommentaren war. So, ich gehe jetzt gleich nochmal in ein italienisches Restaurant und diesmal nehme ich vorher die Pillen. Soeben mit viel Wasser runtergeschluckt, so wie es empfohlen wird. Das Vorspeisenbrot, das schmeckt schon fucking epic. Also ich habe jetzt die Vorspeise gegessen, die ich bei dem anderen nicht gegessen habe. Die Pizza kam gerade an, die schaut sehr nice aus. Also die Nudeln sind schon weg. Jetzt noch das letzte Stück Pizza. So, da kann man sich auch noch mal eine Olive gönnen. So, jetzt kamen auch noch die zwei Nachspeisen an und die sind auch noch mal deutlich größer als in dem anderen Restaurant. Sie schafft ihr Essen nicht, das heißt, dass ich jetzt auch noch bei ihr mit esse. Das habe ich wirklich mit Abstand mehr gegessen als in dem anderen Restaurant. Ich fühle mich wirklich, ich könnte jetzt sogar noch mehr essen. Ja, ich konnte trotz dieser Pillen ordentlich viel essen. So viel, dass Unge bestimmt schon Angst hat vor unserem irgendwann stattfindenden Pizzabettessen. Wenn es Pillen mit einem solchen Mechanismus ohne Nebenwirkungen gäbe, fände ich das, wie gesagt, keine schlechte Sache. Ich habe gerade noch mal ein paar Amazon-Reviews zu Glucomanan gelesen und da gab es schon einige, die meinten, dass sie dann weniger Hunger haben. Ist das Placebo? Ich habe das Zeug noch die Tage danach weitergenommen und es kam mir tatsächlich so vor, als wäre ich dadurch länger satt. Der Mechanismus, dass man die Pillen nimmt und das dann aufquillt im Magen, sodass man weniger isst, so wie es Kelly in ihrem Video erklärt, hat bei mir 0,0 funktioniert. Teilweise wird auch vor diesem Mechanismus gewarnt, weil es passieren kann, dass man so seinen Magen dauerhaft vergrößert und man dann immer mehr im Magen braucht. Das Sättigungsgefühl entsteht außerdem nicht nur aufgrund eines vollen Magens, sondern auch durch Prozesse im Gehirn. Die Verbraucherzentrale empfiehlt Glucomanan nur für übergewichtige Personen. Also Kelly, du bist hier schon mal raus. Das finde ich sowieso überhaupt das Komische. Warum machen hauptsächlich Leute Werbung für Shape World, welche sowieso schon eine relativ solide Figur haben und sehr gut aussehen? Naja, andererseits gibt es sowieso kaum bekannte adipöse YouTuberinnen. Ich meine Plus-Size-Model-YouTuberinnen. Das im Magen aufschwemmt und es gibt zum Beispiel, wenn man es nicht als Kapsel nimmt, auch Nudeln aus Cognac-Wurzeln, so, die man essen kann, die echt lecker sind. Ist also nichts Gefährliches oder Suspektes. Sind diese Pillen wirklich harmlos, wie Kelly es hier bewirbt? Es gibt zwar Warnungen, dass man da viel genug Wasser dazu trinken soll und dass man aufpassen sollte, dass die Pillen nicht im Hals aufgehen, weil sonst Erstickungsgefahr besteht. Verstopfung kann man bekommen und in Einzelfällen wird auch von anderen Nebenwirkungen geredet, aber alles in allem würde ich das Zeug schon als relativ unbedenklich einstufen. Aber ein bisschen anders sieht es bei anderen Produkten von Shape World aus. Und zwar gibt es zu den Sättigungspillen auch noch den Smooth Activator. Das enthält Cholin, was den Fettstoffwechsel fördern soll. Dieser Stoff sollte unbedenklich sein. Dann enthält es noch L-Tyrosin, was eigentlich ganz nicer Stuff ist, mit vielen positiven Eigenschaften, weshalb diese Zutat auch in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten ist, die ich auf supplements.de verkaufe.
Hier kann es aber bei sehr hohen Dosierungen schon zu Nebenwirkungen kommen. Am fragwürdigsten ist hier, dass in jeder Pille 100 Milligramm Koffein drin sind. Wenn man länger täglich 100 Milligramm Koffein oder mehr konsumiert, kann das schon zu einer körperlichen Abhängigkeit führen und es können auch weitere Nebenwirkungen auftreten. Ansonsten eignet sich Koffein tatsächlich ganz gut, um Abnehmen zu begünstigen. Das sage ich auch schon in meinem 4 Jahre alten Koffein-Video. Koffein regt den Stoffwechsel an und steigert die sportliche Trainingsleistung und in Studien konnte sogar eine erhöhte Fettverbrennung nachgewiesen werden. Sehr bitter ist allerdings dabei, dass dieser Effekt bei jüngeren, eher schlanken Personen deutlich stärker war. Da gab es eine Steigerung der Fettverbrennung um 29% und bei den dickeren nur 10%. Ein dicker Nachteil dabei ist, dass sobald sich eine Toleranz gebildet hat, diese Effekte nicht mehr so stattfinden. Jeder muss dafür sich selbst abwägen, ob er hier die Koffeinrisiken eingehen will, um kurzzeitig etwas abzunehmen. Aber er sollte halt auch wissen, was es da für Risiken gibt. Kelly stellt das Produkt so vor. Ich bin auch etwas, was schlechte Ernährung mit mir macht. Ich bin ständig müde und Schlaf-Move-Activator. Der Guarana, Mate und grüner Tee, auch 100% vegan. Wenn man sich unbezahlte Shapewell-Videos anschaut, wird da teilweise davon berichtet, wie diese Pillen extreme Schlafprobleme auslösen. Also ich habe die Woche wirklich extreme Schlafstörungen gehabt. Als ich diese Fettverbrennungskapseln genommen habe, habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit unruhig war. Ich hatte die ganze Zeit Herzrasen. Und deshalb ist es halt immer kritisch, für sowas Werbung zu machen, weil der Werbepartner eher nicht erlauben würde, dass Schilderungen von solchen Nebenwirkungen ins Video geschnitten werden. Das ist auch das Geile daran, dass ich immer meine eigenen Produkte rausbringe, weil ich da völlig frei auch einfach alle negativen Sachen vortrage und ich mir natürlich im Vornherein Produkte mit möglichst wenig negativen Seiten aussuche. Des Weiteren gibt es Berichte, dass Leute durch Shapeworld-Diäten Essstörungen entwickelt haben. Ich bin auf jeden Fall durch Shapeworld in eine Essstörung gerutscht, die bis heute anhält. Wovor man auch in solchen Videos warnen sollte. Was diese Vorwürfe angeht, wäre es interessant zu wissen, wie hoch hier die Rate ist. Häufig wird auch kritisiert, dass man bei den Shapeworld-Diäten zeitweise Shakes trinken soll, anstatt zu essen. Und laut der Meinung einiger haben diese Shakes nicht genügend Nährstoffe und sie sagen, dass das Ganze im Gegensatz zu Kellys Aussagen im Video sehr wohl eine Crash-Diät ist und man die Pfunde wieder zulegt, sobald man mit den Shakes aufhört. Ich kenne mich hier zu wenig aus, um da ein Urteil zu fällen. Es sind da viele Stoffe drin, die ganz gute Wirkungen haben, aber inwiefern das jetzt eine Nahrung wirklich ersetzen kann, weiß ich nicht. Wenn man außerdem die Diät im Rahmen einer 50.000 Euro Produktplatzierung, ja, so viel hat Kelly mindestens für das Video bekommen, testet, weiß man natürlich nicht, ob hier Geld der Hauptmotivator war, warum sie das Ganze durchziehen konnte. Sie berichtet ja selbst, dass sie es ohne Placement irgendwie nicht geschafft hat. Weil ich habe bereits vor einem Jahr schon die Shapeworld Shakes getrunken und zusätzlich die Gerichte aus deren App gekocht und habe so versucht, meine Ernährung umzustellen, habe aber einfach nicht durchgezogen. Keiner weiß warum. Mir hat irgendwie damals die Willenskraft gefehlt. Ich habe zwar gesagt, dass Stoffe wie Koffein oder Glucomanan tatsächlich ein Abnehmen begünstigen könnten, aber sicher nicht so signifikant, dass man nur mit diesen Mitteln die Traumfigur erreicht. Ich finde es gut, dass das Video von Kelly jetzt nicht nur ein Video à la wie nehme ich ab, indem ich nur Shakes trinke und Pillen nehme, ist, sondern ein großer Part geht darum, gesunde Gerichte zu kochen und sich mehr zu bewegen. Dauerhaft mehr Sport zu machen und gesunde Gerichte zu essen ist natürlich die beste Methode abzunehmen. Außerdem wirbt sie in dem Video noch für Meditation. Viele lehnen es auch scheinbar aus Prinzip ab, irgendwelche Hilfsmittel zur Diät zu nehmen, aber wenn es bedenkenlose Mittel gibt, die da ein bisschen helfen, warum nicht? Und bei Mitteln mit Nebenwirkungen muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist halt, dass man die Nebenwirkungen kennt. Warum man da jetzt allerdings die überteuerten Shapeworld-Produkte nehmen sollte, weiß ich auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein Placement nicht ganz so schlimm finden würde, wenn man darin erwähnen würde, was alles die Risiken von solchen Diäten sind, womit Shapeworld vermutlich nicht einverstanden wäre. Also an all die tausenden weiblichen YouTuber, die meine Videos schauen, nehmt so ein Placement nur an,
wenn ihr die negativen Seiten erwähnen dürft. Nee, aber mich würde wirklich mal interessieren, wie viele weibliche YouTuberinnen in meiner Zuschauerschaft sind. Meldet euch mal in den Kommentaren. Zum Schluss möchte ich nochmal betonen, dass ich nicht so viel Ahnung von Ernährung oder Essstörungen habe und ich hoffe, dass ich hier nichts gesagt habe, was völlig falsch war. Falls doch, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Kauft euch geilen Merch von mir auf Amazon und abonniert diesen Kabal.